Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Outriders Video eingeschaltet habt. Es hat sich ja einiges getan. Die Klassen wurden gebufft. Ab nächster Woche wahrscheinlich 100% mehr Legendaries im neuen Patch. Und genau das habe ich zum Anlass genommen, einen neuen Pyro zu entwickeln, der Phaser Beam One. Der Beam wurde extrem gebufft und genau das präsentiere ich euch in diesem Video. Ich würde sagen, let's go und wenn euch mein Content gefällt, dann hier unten der rote fette Abonnieren-Button. Wie immer fangen wir mit dem Klassentree an und hier haben wir zuerst den Erzmagier, hier erhöhen wir unsere Anomaliekraft, dann die Kumulierung des Mals, erhöht unseren Fähigkeitenschaden gegen markierte Gegner um 8% und die sind bei uns permanent markiert. Dann hier wieder der Erzmagier, hier erhöhen wir unsere Anomaliekraft, es geht weiter mit Begabt, erhöhen wir nochmal unsere Anomaliekraft um 5% und dann das Lauffeuer, reduziert die Ablenkzeit all unserer Fähigkeiten um 10%. Und das ist natürlich wichtig, denn so können wir den Beam oft rausballern, unsere Hitzewelle und natürlich auch noch Overheat, die Überhitzung. Kumulierung des Mals erhöht deinen Fähigkeitenschaden gegen markierte Gegner um 8%. Dann geht es weiter mit dem Erzmagier. Hier erhöhen wir wieder unsere Anomaliekraft. Und dann die Auslöschung. Extrem wichtig gegen Elite-Gegner und Boss-Gegner. Erhöht den Schaden gegen Gegner mit weniger als 30% Leben um 20%. Wir gehen hier hoch, holen uns Lebenspunkte mit. 10% Magma-Golem. Dann weiter, erhöht unseren Waffenschaden und die Anomaliekraft um 5%. Uns geht es hier um die Anomaliekraft. Wieder begabt. Hier holen wir uns nochmal Lebenspunkte rein. Hier unser Lebensentzug durch Fähigkeiten, unser Life Leech 6%. Wieder der Magma Golem und dann hier unstillbar. Dann geht es weiter, die Glut anfachen. Verdoppelt den Lebensentzug durch Fähigkeiten, wenn du unter 30% deiner maximalen Lebenspunkte fällst. Den müssen wir mitnehmen. Hier reduzieren wir die Ablenkzeiten unserer Entzündungsfähigkeiten um 15%. Und hier Magma-Elementar durch die Aktivierung von Entzündungsfähigkeiten erhöht sich 10 Sekunden lang dein Rüstungsdurchschlag um 45% und dein Widerstandsdurchschlag auch um 45%. Und hier gibt es später noch eine tolle Option für einen guten Perk. Merkt euch das auf jeden Fall. Der wird extrem wichtig wegen Magma-Elementar. Weiter geht's hier unten. Hier nehmen wir dann noch Begab mit. Erhöht, wie bekannt, unsere Anomaliekraft. Dann der Erzmagier erhöht auch unsere Anomaliekraft. Und hier mit Feuer und Anomalie. Durch die Aktivierung von Explosivität-Fähigkeiten erhöht sich deine Anomaliekraft 10 Sekunden lang um 12%. Und das triggern wir über die Überhitzung. Und das ist der Skilltree. Ziemlich geil, ja, mein erstes Bild im mittleren Skilltree und ich muss euch sagen, das macht extrem Spaß. Wir spielen mit den drei Fähigkeiten Hitzewelle, Phaserstrahl und Überhitzung und ihr seht es hier an der Ablenkzeit, die sind ziemlich identisch und das ist perfekt für unsere Rotation. Wir starten mit der Hitzewelle. Damit versuchen wir so viele Gegner wie es geht zu erwischen, denn dadurch steigern wir unsere Anomaliekraft, denn wir spielen mit dem Lavaspinnen-Set und der Set-Bonus erlaubt uns, je mehr Gegner wir mit der Hitzewelle erwischen, desto mehr Anomaliekraft bekommen wir und sie bekommen auch noch einen Verbrennungseffekt, werden markiert und dadurch bekommen wir auch nochmal Leben zurück. Außerdem sind sie durch diesen Verbrennungseffekt, man sieht es sehr schön in dem Video, kurz gestunt und das ist der perfekte Moment, um den Phaserstrahl anzusetzen, zielen und dann geht's los, rein da. Und der wurde halt krass gebufft, 343.705 Schaden mit einem Bonus von 210% Statuskraft. Wir fügen dem aber neben dem Verbrennungseffekt auch noch einen Asche-Effekt über den Perk hinzu, machen ihn auch noch größer und dann werdet ihr sehen, der schallert mal so richtig rein. Und der letzte oder die letzte Fähigkeit in unserer Rotation ist die Überhitzung, denn dann haben die Gegner entweder einen Verbrennungs- oder einen Asche-Effekt. Und dann machen wir mehr Schaden. Wenn beide Effekte drauf sind, dann doppelt so viel Schaden, 150%, um genau zu sein. Und dann stimmt das hier nicht mehr so ganz, denn das ist ein extra Perk. Aber wichtig ist wirklich, die Gegner sollten zumindest Verbrennen drauf haben, damit man mit der Überhitzung extra Schaden macht. Wichtig auch hier, wenn ihr wenig Leben habt, dann zieht ruhig mal die Überhitzung, denn damit kriegt ihr auch einen Anteil an Leben zurück, falls ihr mal in Gefahr seid. Kommen wir zu unserer Ausrüstung und die Todesschild darf nicht fehlen. Einmal wegen der Festung, du hältst bis zu 43% deiner Rüstung als Schadensbonus. Das ist aber gecapped bei 35.000 Rüstung. Mehr Schadensbonus bekommen wir nicht. Das bedeutet, nicht je mehr Rüstung man stackt, desto höher ist der Schadensbonus, sondern ab 35.000 Rüstung ist hier Ende im Gelände. Und dann haben wir noch die klagenden Winde drauf. Alle 8 Sekunden ein extremer Schadensboost von 387.698
Schaden plus Debuffs. Also das geht nochmal richtig hoch. Dann habe ich hier den Scheiterhaufen. Das ist aber völlig egal, welche Waffe ihr hier wählt. Wichtig ist eine hohe Nachladezeit. Ja, hier haben wir die klagenden Winde nochmal drauf und darum geht's. Und das zeige ich euch, warum. Denn wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Todesschild. Ich wechsle aber mal gerade und schieße die hier jetzt mal leer. Ja, so. Und jetzt geht es darum, dass wir quasi hingehen, hier unsere Rotation haben. Das bedeutet, wir nehmen unsere Hitzewelle, dann haben wir hier unseren Beam. Danach kommt die Überhitzung und jetzt schießen wir, reloaden und dann geht die klagende Binde sofort wieder los. Und die ist die ganze Zeit im Reload hier, die Waffe, ja. Die lassen wir auch gar nicht laden, damit das hier immer automatisch getriggert wird und wir schnell wechseln können. Natürlich könnt ihr es auch vorher ausführen, aber so ist die Standardrotation bei Bossen zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch hingehen, wenn nur kleine Mobs unterwegs sind, schnell mal hier die klagenden Winde zünden und dann ist gut. Ja, wenn ihr jetzt im Laufen seid und nicht unbedingt eure Zauber wirken wollt, dann funktioniert das wunderbar. Aber jetzt habt ihr so die Rotation verstanden und darum geht es, dass wirklich hier die Todesschild nachgeladen wird und gefeuert wird. Hier die nur schnell zum Wechseln da ist. Und deswegen muss hier die Nachladezeit hoch sein, damit ihr hier auch genug Zeit habt, um schön in der Rotation zu bleiben, ja. Kommen wir zu unserer Rüstung und hier spielen wir mit dem Lavaspinn-Set, habe ich es schon erwähnt, denn jeder Gegner, der Schaden durch die Hitzewelle erleidet, verleiht einen Bonus von 50% auf Anomaliekraft für 10 Sekunden durch den Set-Bonus. An den Affixen können wir bei den Legendaries nichts machen, aber die sind ja nicht schlecht. Anomaliekraft, Lebensentzug durch Fähigkeiten und Statuskraft. Perks haben wir hier, Feuer-Tsunami, der ist automatisch drin. Dadurch wird die Feuerwand der Hitzewelle breiter. Und dann fügen wir hier unten noch den Zünder hinzu. Überhitzung verringert die Ablenkzeit der Fähigkeit um 50%. Extrem wichtig. Dann die Lavaspinnenrüstung. Kommt mit der Anomaliekraft, Lebensentzug durch Fähigkeiten und Ablenkzeitreduktion. Und hier haben wir Auferstanden aus der Asche als Perk hinzugefügt. Phaserstrahl verursacht bei Gegnern Asche anstatt Verbrennung, weil Verbrennung machen wir ja über die Hitzewelle. Hier fügen wir Asche hinzu. Für jeden getroffenen Gegner steigt deine Anomaliekraft 10 Sekunden lang um 20%. Kann bis zu 5-mal kumuliert werden. Sieht man sehr schön, wenn man die Gegner trifft, denn dann schwirren solche schönen Balls um einen herum. Also maximal 5-mal kumulierbar. Da müsst ihr halt schauen in der Rotation, wie gut ihr die aufrechterhalten könnt, weil ihr habt einen Slot von circa 3 bis 4 Sekunden. Riesenwelle, die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden, bevor die Ablenkzeit ausgelöst wird. Dadurch können wir unsere Hitzewelle 2-mal bringen. Bei den Beinen haben wir ein episches Ausrüstungsteil und hier Anomaliekraft, Statuskraft. Hier hatte ich leider nur Lebensentzug durch Fähigkeiten. Optimalerweise hier auch Ablenkzeitreduktion, so dass ihr hier noch mehr Puffer habt bei dem Auferstandenen aus der Asche. Ja, also am besten wären diese drei Affixe. Hier ausgebrannt, Hitzewelle, verletzte Gegner erleiden 8 Sekunden lang 25% mehr Schaden. Das können wir schön bei Bossen hochstecken. Und dann schneller Phaser. Der Phaserstrahl bekommt eine reduzierte Ablenkzeit von 30%, ganz, ganz wichtiger Perk, beides Stufe 1 Perks, also solltet ihr schauen, dass ihr vielleicht ein Epic findet, was schon eins dieser beiden Perks drauf hat. Bei den Händen Anomaliekraft, Statuskraft, Ablenkzeitreduktion, die drei besten Affixe und größer zählt doch, erhöht den Radius des Strahls um 100%, damit trefft ihr mehr Gegner, was auch wieder hier Auferstanden aus der Asche erleichtert. Und ihr macht natürlich auch mehr Schaden dadurch, dass ihr mehr Gegner trefft. Und hier habe ich noch einen defensiven Perk. Ich zeige euch aber gleich, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Eine ganz wichtige Option. Falls ihr keinen defensiven Perk braucht, könnt ihr mit einem noch sehr, sehr starken offensiven Perk spielen. Zeige ich euch aber gleich, welchen ihr hier als Alternative wählen könnt. Und dann haben wir noch die Lavaspinnenstiefel. Hier haben wir den Meisterverbraucher. Die Fähigkeit verbraucht entweder Verbrennung oder Asche-Statuseffekte. Deswegen wird durch beides unsere Überhitzung getriggert. Ja, einmal über die Hitzewelle oder über den Phaserstrahl. Und wenn beides gleichzeitig verbraucht wird, erhöht sich der Schaden um 150% von Überhitzung. Und dann noch einen der stärksten Perks. Captain Jäger gegen Boss erhöht deinen Schaden gegen Elite-Gegner um 25%. Das sind die Perks. Und das ist extrem stark in der Kombination. Und jetzt noch zur Alternative des Schadensabsorbierer, womit ihr noch
viel, viel mehr Schaden machen könnt, wenn ihr ohne Defensive auskommt. Ihr könnt euren Damage nochmal extrem boosten. Und zwar, wenn ihr die Defensive rausnimmt, dann könnt ihr mit unaufhaltsam Spiel erhöht deine Anomaliekraft um 50% deines Widerstandsdurchschlags. Oder ihr nehmt als Option 2, wenn ihr mit Defensive spielen wollt, aber mit einer Hitzewelle weniger, dann nehmt ihr eine Hitzewelle raus und könnt auch unaufhaltsam spielen. Also diese drei Optionen, so wie ich euch das Bild gezeigt habe, eine Hitzewelle raus oder die Defensive raus und dafür unaufhaltsam rein, dann macht ihr nochmal mehr Schaden. Das hat natürlich auch den Grund, weil wir hier im Klassentree im Feuersturm den Magma-Elementar-Geskillt haben. Hier haben wir einen Widerstandsdurchschlag von 45%, wenn wir die Hitzewelle bringen zum Beispiel. Und dadurch ist es tatsächlich so, dass wir dann vor dem Phaserstrahl natürlich nochmal unsere Anomalie durch unaufhaltsam boosten. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Jetzt kommt wie immer mein kommentiertes Gameplay. Und für alle die, die jetzt abschalten, wenn euch mein Content gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Hier oben in der Infobox, in der Infocard findet ihr alle meine Outriders Guides and Builds. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay zu diesem schönen, spaßigen Bild. Zuallererst baller ich hier den Scheiterhaufen leer, damit wir gleich im Reload sind für die klagenden Winde. Und hier setzen wir die erste Hitzewelle an, laufen aber hier weiter im Kolosseum, damit wir so schnell wie möglich die nächsten Mobs triggern. Hier habe ich einfach mal die klagenden Winde gezündet. Und jetzt seht ihr, jetzt kommen hier schon die ersten Mobs. Und wir sind schon mal eine Runde weitergelaufen, um einfach Zeit zu sparen. Ja? Ihr könntet jetzt auch noch weiterlaufen. Aber die nächsten Mobs kommen sowieso erst, wenn wir die meisten Alphas gekillt haben. Und deswegen mache ich die erstmal weg. Und dann spawnen auch schon die nächsten. Und dann bewegen wir uns weiter nach vorne. Hier ist die Kleinen. Die hätte man jetzt auch sehr schön mit den klagenden Winden erledigen können. Und dann weiter geht's. So wie ich das jetzt hier mache. Ob hier oder da, das ist jetzt egal. Jetzt sieht man das sehr schön, wie geil der Beam reinknallt. Zack. Jetzt der Asche-Effekt. Und dann in der perfekten Kombination mit den klagenden Winde. Und die Alphas sind einfach Geschichte. Ja, an der Stelle. Und jetzt seht ihr auch die Balls, die um uns rumfliegen. Ja, das ist die Kumulierung des Phaser-Beams. Ja, daran seht ihr, wie oft ihr den hochgesackt habt. Das Geile ist natürlich auch, der hat noch eine sehr, sehr krasse Range, sodass wir wirklich viele Mobs erwischen. Und der funktioniert auch Line of Sight. Ja, das bedeutet, wenn ihr euch hinter einer Wand befindet, könnt ihr die Hitzewelle und auch den Phaser Beam super zünden. Das ist ganz, ganz wichtig für euer Gameplay in den verschiedenen Maps. Hier sieht man es, hier mache ich es einmal, ja, Line of Sight, also hinter der Wall. Da seid ihr auch geschützt und das funktioniert wunderbar. Das ist ganz wichtig für euer Positioning auf den Maps und hilft euch auch für euer Gameplay. Jetzt kommt der Boss, den machen wir mal ganz schnell weg. Ja, ich positioniere mich hier an der Seite, damit ich schön in die Tür reinballern kann, weil da spawnen die nächsten Mobs raus. Aber wie gesagt, das ist ja alles ganz lässig runtergezockt. Ja, Asche-Effekt, schön die Überhitzung und weiter geht's. Sofort wieder der Stack auf den Boss. Und jetzt ist er weg. So, sehr geil. Weiter geht's. Ja, es ist so ein geiles Bild, ne? Das macht auch wirklich Spaß zu zocken. Ziemlich relaxed. Und endlich hat der Beam auch mal seine Power. Jetzt lohnt er sich so richtig. In der Gruppe stelle ich es mir extrem spannend, extrem spaßig vor, einfach mit dem Beam die ganze Zeit rumzuballern. Ist natürlich nochmal ganz anders, auch wenn gerade andere Spieler, vielleicht der Devastator, ein bisschen Aggro hat oder so, ja, und ihr von hinten schön reinknallt, dann Vollgas. Hier auch wieder das Gleiche, ja, wieder schön der Beam, dann die klagenden Winde in der Rotation und schon ist die Brutmutter auf 50%. Hier habe ich mich ein bisschen gedreht, damit ich mit meiner Hitzewelle auch noch andere Mobs erwische. Und dann wieder, zack, Beam, Überhitzung und weg damit. So, und hier bereiten wir die wieder vor, dann der Beam und dann sind sie auch schon weg. Ja, weil wir haben die Kumulierung noch, wir machen jetzt nochmal mehr Schaden mit unserem Beam. Und ja, es gibt manchmal brenzliche Situationen,
wo ihr vielleicht HP verliert. Und dadurch, dass wir ohne Phönix spielen, empfehle ich für unerfahrenere Spieler auf jeden Fall mit der Defensive zu spielen, weil es kann durchaus passieren, dass ihr im Beam trotzdem Schaden bekommt. Und dann ärgert ihr euch nicht, wenn ihr dann hops geht, weil wir haben, wie gesagt, keinen Phönix an der Stelle. Ja. Sondern seht ihr immer schön die 2, 3, 4 Millionen, je nachdem, wie wir kumuliert haben. Das ist natürlich, macht einfach Bock, ja. So, der Rest ist klar. Hier versuchen wir wieder, so viele Gegner, wie es geht, zu erwischen. Hier habe ich jetzt mal vorher die Überhitzung gezogen, damit die Gegner auch mal stehen bleiben. Ja, den Unterbrechungseffekt bekommen, damit die mir nicht da rausrennen. Kann man machen, wenn man die nicht alle mit der Hitzewelle erwischt. Und ansonsten, wie gesagt, Rotation habe ich euch ja schon gesagt, wie ihr die am besten spielt. Jetzt spielen wir hier den Raum ganz lässig runter, zack. Da hätte ich mal einen Schritt weiter machen können, ne? Aber ist egal. Hol ich halt. Das meine ich, damit die nicht zu viel rumrennen. Hier haben wir ein bisschen Pech, dass die Bosse nicht jetzt hier hintereinander spawnen. Das kostet uns ein bisschen Zeit, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und ja, jetzt hatte ich mal den Reload vom Scheiterhaufen. Deswegen habe ich ihn mal gerade wieder leer gepumpt. Und dann jetzt hier der Kriecher. Und wenn die halt richtig cool spawnen in den Räumen, dann spart man hier nochmal viel mehr Zeit. Aber ihr seht ja auch, wie schnell die down gehen. Jetzt sowieso, jetzt haben wir richtig viel Anomalie-Power drauf. Und zack, 2,5 Millionen und weg damit. Kumuliert. Jetzt der Beam. Und schön rein. Jawohl, 1,5 Millionen klagen wir Winde. Und weg mit dem Kriecher. Schon sind wir im letzten Raum vom Kolosseum. Wie gesagt, ihr könnt jede Map damit spielen. Auch oben des Business. Erkennt ihr nicht den David. Und ja, easy. Easy runter zu spielen. Was bist denn du für einer? Ah, wie habe ich das vermisst? Was bist denn du für einer? Schon lange nicht mehr gehört. Ich habe ja ein bisschen Pause gehabt von Outriders. Ja, aber jetzt habe ich mir mal gegönnt, nachdem es die Änderung gab. Ich bin mal gespannt mit dem neuen Loot, was sich da so tut. Mir fehlen noch ein, zwei Items auf Charaktere. Und es ist ja jetzt auch schon bekannt, es wird neuen Content zu Outriders geben. Es wurde ja offiziell bestätigt. So, jetzt hier der Hundi. Zack. Überhitzung. Klagende Winde. Und wieder der Beam. Habt ihr auch sehr schön gesehen, am Anfang Line of Sight. Ja, damit es gut funktioniert. Damit ihr euch nicht uncharged, anstürmt. Und so könnt ihr dann sauber den Beam ohne Schaden durchbringen. Nach so langer Zeit war es mal wieder ganz geil, auch war das zu spielen. Hat mir wirklich Spaß gemacht, mal wieder eine Runde zu grinden. Ja, freue mich auf jeden Fall, wenn neuer Content kommt, ganz klar. Ja. Ich meine, eigentlich müsste das ja gut machbar sein, ne? Einfach ein paar Expeditionen dazu. Oder vielleicht so ein Raid mit mehreren Bossen, das wäre auch mega nice. Ja. So, jetzt machen wir hier, versuchen die da hinten zu erwischen. Auch ein bisschen weird. Normalerweise spawnt hier meistens einer raus, manchmal nicht. Das ist eine sehr seltene Situation, die wir gerade hatten. Ich habe eigentlich auf den rechts gewartet, Tor ging einfach auf ohne Mob. Weil wir wahrscheinlich zu dicht dran waren. So, und zack, der eine ist schon weg, ja. Sehr, sehr einfach. Sehr, sehr easy. Die zweite Klangeminde habe ich nicht getroffen, ist aber nicht so dramatisch. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn die einen freezen, dann kommt es zu einer gefährlichen Situation. Deshalb müsst ihr hier, wie gesagt, aufpassen, dass die euch nicht treffen. Haltet ein bisschen Abstand von den Kollegen. Und dann seht ihr, wie einfach die fallen. Ja. So, noch da hinten den Mob easy weg. Sieht man es auch nochmal sehr schön in der Rotation, wenn man die sauber runterspielen kann. Hitzewelle, Hitzewelle, Phaserbeam, BAM! Overheat down. So, normalerweise kommt der Doggy auch hier links,
auch wieder ein bisschen unglücklich. Jetzt ist er rechts gespawnt. Passiert auch sehr, sehr selten eigentlich, dass er auf der Seite der Brutmutter spawnt. Das war ein verrückter Run. Beide Mobs an der Stelle einfach komisch gespawnt. Und die Kriecher auch noch. Also das passiert wirklich relativ selten, dass sie so weird spawnen. Aber es kann passieren. Sollte ruhig öfter so passieren, dass die Mobs an verschiedenen Stellen spawnen. Aber ich sag mal so, in einem von 30 Runs spawnen die so wie in dem Run. So, jetzt die letzte Brutmutter hier an der Stelle. Und dann sind wir auch schon durch. Macht extrem viel Spaß. Der Phaser Beam funktioniert easy. CT15 Gold. Ja, und das war der erste Abend, an dem ich ihn so gespielt hatte. Ich hatte das Bild schon mal vorbereitet, schon vor längerer Zeit. Kam aber nie dazu und jetzt konnte ich es endlich mal testen zum gegebenen Anlass, dadurch, dass der gebufft worden ist. Und ja, hat mir Spaß gemacht, hat alles funktioniert und ja, gute Zeit, ne? Hat noch genug übrig. Gruppe sowieso ganz geil und ja, wie gesagt, alles spielbar hiermit. Wahrscheinlich bei Human Maps noch einfacher, weil die Mobs noch schneller fallen. Zugriff gewährt. Hier nehmen wir noch unsere Legis mit und das war's. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Spaß mit dem Bild. Wenn es euch gefallen hat, Abo hier unten. Und ciao, bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Dreed. We'll be right back.